What's up? Moonbun hier. Herzlich willkommen zurück bei der WoW Mists of Pandaria Beta. Wir befinden uns im Pandaren Startgebiet und ich glaube, es ist Part 7 oder 8 oder 6. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich mache hier alle gerade am Stück ein bisschen, weil gerade so wenig los ist. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr schon wieder eingeschaltet habt hier. What the fuck? Und wir sind hier am Holz sammeln. Wir wissen nicht genau warum. Der Questgeber hat es uns nicht gesagt. Er hat nur gesagt, bring mehr Holz von der Baustelle. Und anscheinend ist das hier eine Baustelle und wir klauen den Leuten jetzt das Holz. Es ist nicht ziemlich ehrenhaft, aber ich meine, das macht man im wirklichen Leben auch. Wenn man Holz braucht, geht man auf die Baustelle und nimmt sich's. Wieder was gelernt von den Pandaren. Komm schon, das ist meins. Hier gibt es ziemlich viel Holz. Außerdem ist es eine ziemlich coole Baustelle, wie ich finde. Auch wenn es nicht wirklich nach einer Baustelle aussieht. Okay. Ja, dann nimm du das. Nehme ich das hier vorne. Hier gibt es Double Holz. Oh, ich brauche es gar nicht mehr. Ziemlich viel Holz vor der Hütte. Schlechter Witz zum Anfang. Kommt immer gut. Und der große Pausenstab, woher kriege ich den? Ist der da drin oder was? Es ist direkt auf mir. Muss ich dazu wieder so ein Viech töten oder was? Oh, 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 ich glaube, hier geht es nicht weiter. Der fette Panda hat sich da durchgequetscht. Holy moly. Das hat er gut gemacht. Wo ist der große Pausenstab? Und was machst du da, du Viech? Boah, mal einen neuen Kick ausprobieren. Tatsächlich, jetzt hat er einen Dot. Nice, nice, nice. Woher kriege ich den großen... Heißt es überhaupt Pausenstab? Ja, heißt es. Hat es da gerade geglitzert? Ne, das ist doch nur ein Käfig. Ich sehe nichts glitzern rund um diese Baustelle. Muss ich da vielleicht so ganz cool Indiana Jones mäßig hinten auf das Wasserrad stehen und damit hochfahren? Urleg, wie cool wäre das? Das müssen wir ausprobieren. Urleg. Aber nicht funktioniert's. Wie imbalisches wäre denn das, Mann? So, gehen wir hier hoch. Hoffen. Ach, ich kann da gar nicht. Ich kann nicht mal dazwischen schwimmen. Oh, damn. World of Warcraft. Doch, komm schon. Nehme ich mit hoch. Ach, fuck, das geht nicht. Also hier gibt es eindeutig keinen Pausenstab. Unter Wasser vielleicht? Nein, auch nicht. Hier gibt es Fische. Hallo, Fische? Zap, Fische? Hey, hey, Bro. Liegt der Pausenstab hier im Boot? Nein. Okay, Quest lesen. Sieh mal einer an, dieser Gong hier steht am genau rechten Fleck. Den haben sie ihn bisher wohl genau. Passenden Schlägel, damit wir den Gong. Der Dorfälteste hat mir erzählt, dass sich der Schlägel in der Brauerei Kihan am Fluss befindet. Es ist nicht weit. Ja, ich bin bei der Brauerei. Nur leider sind die Türen alle zu. Wie soll ich denn dann da reinkommen? Tür zu. Fenster zu. Fässer. Alles zu. Ist alles zu. Ich komme nicht rein. Ja, jetzt stehe ich ein bisschen dumm da, ne? Mal schauen, was die anderen... Die anderen sammeln hier alle nur das Holz irgendwie. Und verschwinden dann auf mysteriöse Weise. Brauerei Kihan. Ja, ich bin richtig, eindeutig. Das ist auf der Map direkt hier. Und es steht auch oben über der Minimap, dass das hier diese Brauerei ist. Kann ich wirklich mit einem Wasserrad hochfahren? Ich bezweifle es aber ehrlich gesagt. Das geht einfach nicht.
funktioniert nicht. Keine Ahnung. Ist die Quest vielleicht buggy? Ja, er kommt auch nicht rein, hä? Kommst du auch nicht rein, Bro? Was ist denn nicht das da? Wir können dieses Ziel nicht angreifen. Lass mich hier rein. Lädt euch in eine Gruppe ein. Hey, Bro. Soll ich ihn mal fragen? Slash P. How do I get in there? Freundlicher Smiley. Oh! Ach, ich muss die Viecher einfach töten, oder was? Lol. Okay, alles klar. Okay. Der Stab befindet sich in der Brauerei, steht in der Quest. Man kommt allerdings nicht rein. Man muss Viecher töten, die rauskommen. Macht Sinn, weil die dann auf jeden Fall den Stab dabei haben, den man sucht. Roffel die Waldfee. Roffel, roffel die Waldfee. Pandarenlogik. Whatever. Aber die Musik finde ich ziemlich gelungen. Die ist auch cool. Was, ihr dürft gern meinen Karren benutzen? Er würde euch zum Tempel der 5 Sonnenaufgänge bringen. Cool, okay, gut zu wissen. So, hier hast du deinen Stab. Weg ihn auf! Schlag den Gong. Sofort. Ich gebe noch dem anderen Typ hier sein Holz. Falls irgendwas Wichtiges danach passiert. Komm schon, nimm dein Holz. Okay, ich schlage den Gong. Schläft immer noch. Well, that's definitely not the ringing I expected, but I was hoping for a bit more from Wugu. This guy is a deep sleeper for sure. Okay, was ist die neue Strategie? Fordert Shus Hilfe an, um Wugu aufzuwecken. Okay, war Shu der Wassergeist? Oder war das unser anderer Freund? Bittet Shu um Hilfe. Shu? Wo ist Shu hin? Shu? Ist das der da hinten, gell? Der Wassergeist? Shu? Ja. Komm her, Shu, Bro. Shu? Könnt ihr bitte Wuhu für mich wecken? Roffel. Als hätte man das nicht von Anfang an machen können. Mal gucken, was passiert. Bin echt gespannt. Wirklich gute Quests, by the way. Was macht er? Water Splash Credit getötet. Was? Anscheinend hat es nichts wollen. Wir sind schon ein tolles Team. Wie ich immer so sagen, Pflege Hartnäckigkeit. Ah doch, anscheinend hat es ihn aufgeweckt. Nee, halt, das ist Shu. Das ist nicht Wugu. Damit wären wir hier fertig. Oder nicht? Nun, da diese beiden hier euch lieb gewonnen haben, müssen wir sie zum Tempel zurückbringen. Kriegt vor, ich verabschiede mich. Bringt Shu und Wugu zum Tempel der 5 Sonnenaufgänge. Ein Karren wartet schon. Ja, genau, der Karren wartet schon. Also ist jetzt doch wach, der andere. Hier ist Shu. Wo ist Wugu? Shu, Wugu? Komm schon, Wugu. Er ist immer noch da hinten und schläft. Ist ja ziemlich schade, wenn sie das jetzt nicht gefaced haben. Vielleicht ist es einfach nur wieder buggy oder braucht eine Weile. Kann ich dich nochmal anlabern? Nee. Okay, dann gehen wir einfach mal auf den Karren. Und fahren damit zum Tempel. Okay, passiert was? Ja.
Wow. Kann ich ein bisschen rauszoomen? Ich mache mir aber immer noch Sorgen, weil mich jetzt nur der eine hier begleitet. Ah, das wird schon funktionieren. Ich vertraue Blizzard. Habe ich das wirklich gerade gesagt? Oh Gott. Und zurück zum Tempel. Und dann fehlt uns nur noch einer. Dann haben wir Feuer, Wasser und Erde. Und dann fehlt uns noch der Wind. Windtyp. Der ist vermutlich irgendwo auf so einem Berg oder so wieder. Wenn es mal eine Karte gäbe, das wäre geil. Aber nee, 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 du. Ich bin Peter. Ich gebe keine Karte. Ich gebe dir nur einen Greenscreen. Beweg dich, Geist. Dieser Jack hängt dich ab. Was? Wohlgenährt? Wohlgenährter Jack. Der Bruder des Kajak. Oh, was sind das hier für Häuschen? Überall so detailverliebt alles. So einfach Häuschen am Wegrand, die kein Mensch interessieren, aber dennoch sind sie da und man kann rein und so. Finde ich richtig cool. Echt schön designt alles. Holy hell. Ich will nicht wissen, was nach Mr. Pandaria kommt. Entschuldigung. Da kommt bestimmt die riesengeile, fette Killer-Expansion, wo sich alle töten. Und sieht besser aus denn je. Tempel der 5 Sonnenaufgänge. Gehen wir mal rein und rollen mal die Treppen hoch. Oh yeah! Like Panda Baus. So, mein Lieber. Guck mal, wen ich dir mitbringe. Und guck mal, was ich dafür krieg. Handgelenke mit 6 mehr Rüstungen. Immer, oder? 6 Rüstungen mehr. Wow. Das haben die Stiefel. Die haben auch 5 mehr. Okay. Der vierte und letzte Geist ist Da Feng. Der Geist des Windes. Wenn er sich gerade nicht durch die Himmel schwingt, hält er sich auf dem Grat der lachenden Winde westlich von hier auf. Ich habe sowohl Isa als auch Chi dorthin geschickt, um euch bei der Suche zu helfen. Wenn ihr bereit seid, werde ich helfende Winde beschwören, die euch zur Spitze des Tempels tragen. Aber hallo, ich bin sowas... Oh, wow, das ging aber schnell. Dafür war ich doch noch nicht bereit. Ich wollte gerade sagen, da bin ich sowas von bereit. Fail! Schon war ich weg. Ihr fühlt euch erholt. Klar fühle ich mich erholt. Ab geht die Party. Ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich flieg hoch, hoch auf den Tempel. Den Pandas hinterher. Ejo, was geht? Den Pandas hinterher. Komm schon. Das ist mal eine steile Brücke. Holy moly. G-Feuerpfote. Okay. Was sind wir denn inzwischen? Oh, Level 7. Und fast Level up. Lang kann es nicht mehr gehen. Ich denke, wir holen jetzt noch den, what the fuck, wie geil ist diese Riesenbrücke und der Turm hier und die Wasserfälle und holy moly, fuck shit. Die Beta gefällt mir immer besser. Mit jedem Schritt, den ich hier mache als Pandare. Wirklich Hammer. Oh, da unten gibt es auch eine Treppe. Das lohnt sich bestimmt mal, da irgendwann mal runterzugehen und das zu erkunden. Hä, warum ist eigentlich so schnell? Bro, langsam. Weißt genau, ich bin fetter Panda. Ich kann das nicht so schnell wie du. Fähigkeit ist nicht bereit. Tatsächlich. Es muss ja irgendwann... Also wir holen jetzt diesen Windgeist zurück. Und dann muss irgendwann noch dieses Horde oder Allianz Special Quest irgendwas kommen, wo man sich dann entscheiden muss. Ich meine, wir sind jetzt schon fast Level 8 und haben noch nichts gesehen von Horde und Allianz. Noch nichts. Das ist schon ein bisschen crazy. Ich habe gedacht, das zieht sich so ein bisschen durch das Startgebiet. Aber auch hier wieder Eckart oder Meister Röhrig. Nee, 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 du. Lass mal mit Allianz in Horde. Okay, wir sind hier. What the fuck? The fuck is this shit, bro? Habe ich eigentlich noch Zeit? Ich glaube schon. Egal, wir machen einfach. Okay, wir sind da. Was müssen wir tun? Sanbun, wir müssen dem ältesten Schaupai helfen. Es gibt nur wenige, die unsere Güte mehr verdient hätten als er. Auf dem Weg hier sind euch bestimmt die Schriftrollen aufgefallen. Nein. Die Hosen haben viele von Besudel.
Sorgt euch nicht um Scharfheit, die Leute werden zusammenkommen und ihm dabei helfen, die Weisheiten an. Verbrennt 5 verschiedene, nee, verschandelte Rollen der Weisheit. Okay, die Frage ist, warum bin ich jetzt an den Arsch der Welt gelaufen, nur um wieder alles zurückzugehen? Völlig sinnlos. Ach, da gibt es noch eine Quest. Oh, da gibt es noch jede Menge Quests. Sammelt 12 herrenlose Steinblöcke. Okay. Ist das irgendwie, sind das solche Scherzquests zwischendurch? Bring mir Bauholz. Sammel mir Steinblöcke. What the fuck is going on, Mann? 8 farbgetränkte Pinsel. Achso, damit er neue Weisheiten malen kann. Okay, alles klar. Alles klar. Es hat alles einen Sinn und alles ist auf einem Haufen. So liebe ich das. Da ich jedoch dringend strullern muss, würde ich sagen, wir beenden das Video an dieser Stelle. Wir haben ja in diesem Video schon viel geleistet. Ja, und wir, wie gesagt, machen jetzt hier Schluss. Oh Gott, da liegt wieder ein Tod rum. Wie kann man denn hier sterben? Ich verstehe das nicht. Pandalubindu. Oh Gott, das sagt alles. Vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bitte kommentiert das Video und bewertet es. Oh, da ist die Sonne. Kriege ich einen guten Abschluss? Yeah, so. Bewertet das Video und so weiter. Denkt an den Spendenlink. Wir sammeln mit Athene für die armen Kinder in Ostafrika, die gerade unter einer furchtbaren Hungersnot leiden. Und ihr könnt spenden via PayPal. Alle weiteren Informationen findet ihr in einem extra Spendenvideo. Und dieses Video findet ihr als Link in der Beschreibung von diesem Video. Videoception. Ein Video im Video. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao.